Ich würde mir gleich mal genauer angucken, wie alt dieser Tod ist, also vor wie vielen Stunden diese Schlacht stattgefunden hat. Anatomie. Hatte ich schon gewürfelt. 6 Punkte Okay. übrig. Es sind 7 Marus und 2 Achas, die hier tot liegen. Und du würdest sagen, dass aufgrund der Verwesung, dem faulenden Fleisch, gut, es ist sumpfig und du kennst dich nicht allzu gut mit den Kreaturen aus, aber über eine Woche. Ich stoche mal Wunden. Die sind schon seit einer Woche tot, mindestens. Ja. Haben die sich gegenseitig abgeschlachtet oder haben die gegen irgendwas Größeres gekämpft? Schau mal Wunden. hier, du kannst dich abknien und siehst, ja, es gibt scharfe Waffen, Bisse, Klauen. Wie sie gestorben sind, ist eindeutig, aber vor allem an den Marus kannst du Mutationen erkennen. Was war losischer Mutation oder? Also. Vermutlich ja. Wir sollten so schnell wie möglich verschwinden von hier. Du kannst sehen, wie einer der Marus 2 Augenpaare besitzt, die leicht übereinander gelegen sind. Dem anderen ist eine Hand verwachsen, sodass er diese merkwürdigen 2 Klauen, mit denen er greifen konnte, mit denen er Waffen tragen konnte. Das hat nichts mit natürlichen Mutationen zu tun, so wie sie eben auch auftreten. Hier hat Zar ihre Hand nicht im Spiel. Also ein Haufen von Marus hat Mutationen, andere nicht. Verstehe ich richtig, oder? Die Achas sind nicht mutiert, die Marus schon. Hier bekämpfen sich so 2 widerstreitende Haufen von Echsenkriegern. Diese dort weisen unnatürliche dämonische Merkmale auf. Der Widersacher der Zar. Die Achas haben überlebt, Abelmir. Oder wenigstens einige von ihnen. Worauf schließt ihr das? Guck mal, die anderen Achas, die da liegen. Sie scheinen recht tot zu sein. Ich erinnere mich. Lasst uns nach Spuren suchen, wohin sie geflohen sind. Buten ausschwärmen und nach Fährten suchen. Ja, Fährten lesen. Derweil werden die kleinen Käferchen aus Maraskan über den Körper von Serpentilio de Lazar streichen und seine Wunden zunähen. Oltar streichelt die Und kleinen Käferchen. so, das macht ihr gut. Seht ihr, wie Sumu euch hilft? Oh, Herrin Sumu, wir danken dir für deine milde Gabe. Danke, dass du meinem ungläubigen Freund deine Zuversicht gewährst, dass du ihn teilhast an deiner wunderbaren Schöpfung. Oh, Sumu, wir preisen dich. Jetzt sag das Gleiche. Los! Mutter Sumo, vielen Dank, dass ihr mich habt teilhaben lassen an eurer Schöpfung und diese Last von mir nehmt. Amen. Ah, so ist gut, so ist gut. Aus Ich euch muss wird ja. sagen, Voltax, Ungläubiger ist eine ziemlich starke Bezeichnung, findet ihr nicht? Nun, seid ihr denn ein gläubiger Sumus? Nun, ich habe zumindest nie abgestritten, dass ihr euch eure Macht verleiht, oder? Nun, das ist richtig, aber ihr sprach zumindest davon, dass Elementare euch nicht besonders mögen. Das muss doch einen Grund haben. Selbstverständlich. Wenn ihr in meiner Profession seid, kommt das leider so. Ja. Und alleine das macht euch schon nun zumindest zu einem Zweifler. Aber So macht euch würde ich mich nichts. tatsächlich bezeichnen. Macht euch nichts daraus. Die Herrin Sumu hat euch trotzdem ihre Aufmerksamkeit angedeihen lassen und wird von nun an ein wachsames Auge auf euch richten. Ich hoffe doch sehr, zumindest solange wir hier sind. Nun, steht wieder auf. Keine Müdigkeit vorschützen. Eure Wunden sind. Soweit in Ordnung. Ja, ich verbringe ein gutes, noch eine gute Weile damit herumzustehen und mir den Dreck aus der Kleidung zu klopfen. Nun, könnten wir wohl diese unsägliche Lichtung umgehen? Ja, ich glaube, das wäre keine schlechte Idee. Achso, deine Wunde ist im Übrigen auch zu. Hey, das ist super. Finden wir unsere Spuren? Du kannst den Ruf von Raviem hören, der dich herbeiholt.
Abelmir, ich glaube, das hier ist das, was du suchst. Ja, zeig einmal. Schau mal auf die Spur, die mir Rafim zeigen will. Ja, hier siehst du, irgendwo nach Norden, würde ich sagen. Der und der waren verletzt. Denke, nicht ganz ein Dutzend, vielleicht 10 oder 8. Irgendwas in der Richtung. Die haben eine Woche Vorsprung. Ja, und die sind auch schneller in diesem Gelände als wir. Na, wir wollen ja auch nicht unbedingt was von denen, oder? Naja, vielleicht. Ist es die Richtung, in der Friedhof vermutlich liegt, oder? Das ist sie, von MTG. Ich fürchte, wir müssen in diese Richtung. Ob es hilft oder nicht. Höchstwahrscheinlich waren das Territorialkämpfe. Wir sind also an der Grenze. Wer kämpft hier mit wem? Die Hässlichen, sie hassen sich alle gegenseitig. Nur umso verdammenswürdiger. Nun, diese dort, zeig mal auf diese verdammten oder die mutierten Echsen, scheinen mit dämonischen Mächten im Bunde zu sein. Wir wissen nicht warum, aber das haben wir schon festgestellt, als wir den ein oder anderen unfreiwilligen Kampf gegen sie geführt haben. Sie sitzen vor allem auf dem Mamdergyn-Massiv. Ob sich dort eine neue Gefahr zusammenbaut? Auf der Maraskan-Kette soll es sie auch geben. Die Massive sind miteinander verbunden, aber wir trennen sie doch, weil es einen kleinen Pass dadurch gibt. Na gut, wir haben keine Zeit dafür. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Und es hat nichts mit der Schönheit der Welt und Zars Mittengabe zu tun. Nun ja, diese Dinger dort sind nicht schön. Die sind verdorben, bis uns mag. Die anderen Achas auch. Sie sind ebenso hässlich. Sie gehören zu der Rudels von John Tuck. Nun, davon weiß ich nichts, aber ja, das ist eine Glaubensangelegenheit. Da mische ich mich nicht ein. Gut, hol mir die anderen. Wir sollten nun vorsichtig sein, auch wenn wir noch 2 Tage marschieren müssen in Richtung des Friedhofs, aber das ist trotzdem schon ihr Territorium. Na gut, ihr habt recht. So wie die anderen. Und dann würde ich mal zum Lager zurückstapfen. Und? Habt ihr euer dreckiges Ritual beendet? Was heißt ihr dreckiges Ritual, Abelmir? Ich bitte dich. Natürlich. Ihr habt in Dreck eingegraben, nicht wahr? In Humus. In die Essenz des Lebens. Ihr als Magier solltet verstehen, dass der Humus mehr ist als Dreck. Abelmir, ihr enttäuscht mich. Kapitän, ihr müsst tatsächlich daran arbeiten, eure Eitelkeit hintereinanderzustellen, wenn es um Mittel und Wege geht. Ich würde mich nie in diesen Dreck eingraben lassen. Mich hat Boltax einmal mit Stroh bedeckt. Das war nicht so eklig. Nun, der Dreck war tatsächlich noch das Angenehmste. Die Käfer waren ein wenig beunruhigend. Ja, das kribbelt immer so. Schaut euch doch mal an, wie aus dem Ei gepellt. Verzeiht, ich wollte die Effektivität eurer Behandlung nicht in Frage stellen, nur die Ungewohntheit ihrer Mittel. Ja, es ist ein bisschen verstörend, wenn man erst von diesen Käfern gehört hat, die einen bei Nacht bei lebendigem Leibe auffressen, wenn man nicht auf einem Baum sitzt, und dann von Käfern geheilt zu werden. Seht ihr, ich habe ja gesagt, mir würden die Käfer nichts tun, denn ich bin mit Sumo im Bunde. Erinnert ihr euch noch, als ich Kiaras einmal mit einer Made geheilt habe? Ach, das waren gute Zeiten. Mit einer einzigen? Ja, das war eine... Eigentlich war es ein Humus-Elementar. Nun, ihr müsst wissen, wir waren vor Corvinstein und hatten uns überlegt, wie wir dort hineinkommen, um... wer war das nochmal? Auch ein Paligan, oder? Haben wir dafür Zeit? Wir müssen los. Ach so, ich kann es euch auf dem Weg erzählen. Also, im Übrigen kennt ihr schon die Geschichte von der Armbrust. Ich gehe 3 Schritte voraus, damit diese Geschichte nicht nochmal hören muss. Tatsächlich nicht. Erzählt mir mehr. Nun, sehr gerne. Und so wandern wir in den Dschungel davon. Also alle zusammen, nicht zu zweit.
Zu zweit, damit einer den anderen ermorden kann. Ich weiß noch nicht, wer wen. Und man sagt, Serpentilio hört der Geschichte immer noch zu. Und man sagt, sie wurden nie wieder gesehen. Auch wenn du nachts auf Maraskan an einem Feuer sitzt, kannst du sie langsam flüstern hören. Und da war mein Onkel Angrolsch. Und dreimal die Worte Armbrust ins Feuer sagst, dann tritt Boltax hervor. So könnt ihr mit einer guten Laune trotz der Gefahren in Richtung Norden gehen. Teilweise geht es nach einer Abbiegung auch in Richtung Nordosten. Ihr habt wohl das Territorium betreten. Und die Orkolizaner, die Rohenchorpriester, sprechen wohl davon, dass er jetzt wieder zurück in Richtung der Küste geht. Dort leichen sie, dort sterben sie. Das ist Seeschlangengebiet. Viele von ihnen gibt es dort. Und neben den alten Zeugnissen von Filiasson, der auch schon mit Kotnas Hahn segelte, wohl auch Borbarat soll dort gehaust haben, den sie nur Darth Gion nennen. 6 Stunden später. Ihr seid zerstochen. Kletten, die an euch kleben. Pflanzensäfte. Eure Arme tun weh vom Hacken der Wurzeln. Büsche, die an euch kleben. Ihr seid angestrengt. Es gab nur wenig Wasser. Es gibt zwar viel auf dem Boden, aber davon werdet ihr krank. Dämonen, die daran sitzen. Und es sieht auch nicht ganz so aus, wie Wasser aussehen sollte. Immer wieder lilane Pfützen oder Regenbogenfarben, die darauf schimmern. Fast wie Öl, aber doch dämonisch. Bis es dann dunkler wird und der nächste Baum gesucht wird. Während ihr euch gerade umblickt und nach oben guckt, auf der Suche nach den Kratzspuren, versucht den richtigen Baum zu finden, damit ihr euch nach oben zieht, dann könnt ihr etwas hören. Das Flattern von Vögeln, das habt ihr schon das eine oder andere Mal gehört, aber dann... Schamane, wo ist dein Baströckchen? Habt ihr das auch gehört? Ist das bitte ein Papagei? Hat dem Stollenmarder was gesagt? Der Hutzel nuschelt so. Wer spricht dort? Zeig dich! König der Welt! Ah, nun gut. Hallo. Sieh an, es kann sprechen. Das könnte ich auch erwidern. Scheint nicht besonders intelligent zu sein, das Ding. Zeigt euch! Was ist das denn für ein Ding? Ja, Serpentilio hatte da eine Vermutung. Du bist so drollig. Drollig, dumm und dick. Ich dachte, es sei ein Papagei, aber es scheint euch sehr zielgenau zu beleidigen. Das ging an euch. Das ging an dich, du Fettsack. Oh, dir ist aufgefallen, dass ich zugenommen habe. Das ist aber freundlich. Was soll ich für dich tun? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Nun, in letzter Zeit hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Abnehmen. Das war wirklich nicht gut. Aber jetzt habe ich endlich wieder etwas zugelegt. Oh, halt die Klappe. Schaut hier. Schaut doch mal. Halt die Klappe. Das ist... Ankosch Minja, ist das schon aufgefallen? Ich habe eine richtig gute... Man könnte dir wohl... Danke. Man sollte dir doch klar zu deiner Denkleistung gratulieren. Silenzium. Dass du es schaffst, einen vollständigen Satz in so kurzer Zeit aufzusagen. Ich habe ihn gepstet. Du siehst ihn nicht. Ach so, ich sehe ihn nicht. Doch, du siehst ihn mittlerweile 10 Meter über dir, ein riesiger roter Vogel. Ja. Okay, dann pst ihn. Das mache ich auch. Ja, würfel gerne mal. Ja. Da, die Talentspezialisierung habe ich ja. Ja. Nicht geklappt. Nicht? Okay. Idiot! Was auch immer ihr gerade versucht habt, es hatte offensichtlich keinen Effekt. Schon hungrig, dieser kleine Kerl. Nun, versucht zu zaubern. Kommen wir zum Punkt der Sache. Was können wir für euch tun? Ihr könnt aus meinem Dschungel verschwinden. Habt ihr Drachen gesehen? Nein. Oh. Moment, bist du ein Tierkönig? Ah, die Stollenmade ist da doch ein bisschen cleverer. Ja. Jeden anderen Vogel hätte ich damit wohl gekriegt, aber es freut mich, euch kennenzulernen. Wie heißt ihr denn? Der Maran. Der Maran, der Tierkönig der Marane.
schön, euch kennenzulernen. Ich bin der Maran. Selbstverständlich. Also, wollt ihr euch nicht zu uns setzen und uns ein wenig erzählen von eurem Wald und eurem Reich? Ihr habt einen Harnischträger dabei? Nein, was ist das? Das ist ein Tier. Der große Kerl. Der große Kerl mit dem Pylos auf dem Rücken. Er trägt in der Tat einen Harnisch. Kann er mehr sagen als hey? Du trägst einen Harnisch, oder? Ich trage ein Kettenhemd, guter Mann. Ich bin kein Mann, ich bin der Maran. Ja, ich sprach aber mit ihm. Ich weiß immer noch nicht, was du bist. Du schepperst bloß. Sei wieder ruhig. Dein neuer Freund Bultax. Oh. Unglücklicherweise liegt euer Dschungel zwischen dem, wo wir hinwollen und dem, wo wir sind. Aber ich bin mir sicher, wir können hier zu einer gütlichen Einigung für alle kommen. Ihr solltet euch nicht mit ihm unterhalten, er ist eine rote Plage. Und egal, was er sagt, egal, was ihr zu ihm sagen wollt, er weiß alles besser. Ich habe mal den Karpfen kennengelernt. Der war auch so. Das nur schon einmal gehört. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Ich weiß alles. Das dachte ich mir. Das war beim Karpfen auch so. Naja, lustige Geschichte. Also, ich habe den Karpfen mal in einem Tümpel... Du sollst die Fresse halten. Nein, das ist doch langweilig. Ich würde euch tatsächlich davon abraten, unseren werten Gastgeber weiter anzufeinden. Also, Maran, könnt ihr uns helfen, zum Friedhof der Seeschlangen zu gelangen? Wenn ihr weitergeht, landet ihr noch da, wo sich die lustigen grünen Gesellen den Kristall gehauen haben. Den Kristall? Ja, aber was wisst ihr schon? Die Achas. Was für ein Kristall? Sie sind Drachenanbeter. Verdammt, scheiß Drachen. Vermutlich haben sie also einen Drachen aus einem Kristall gehauen, ja? Ich habe schon 6 Drachen getötet. Das ist sehr gut. Ich nur einen. Er war untot. Das zählt wie 2. Ja. Ihr seid putzig. Magst du einen Keks? Ja, Maran mag keinen Keks. Na gut, dann halt nicht. Magst du ein paar Papyrusblumenkerne? Die hätte ich auch noch. Wenn ihr weitergeht, werdet ihr sterben. Ja. Uns bleibt nichts anderes übrig. Ist das eine Drohung? Ein Versprechen. Ich glaube, der Vogel da drunter ist... Nein. Ich denke nicht, dass er uns droht. Ich denke, er warnt uns. Maran, eine Frage. Was ist, wenn wir weiter fliegen? Werden wir dann auch? Ihr könnt nicht fliegen. Nun, aber du? Ich bin der Maran. Ich sterbe nicht. Siehst du, und du könntest uns bestimmt tragen, wenn du wolltest, oder? Du bist zu fett. Naja, gut, das mag wohl sein. Aber die anderen, oder? Vielleicht könntest du... Er deutet mit seinem Schnabel auf Rafim. Er klappert zu doll. Vielleicht könntest du uns vor Gefahren warnen, wenn irgendwelche Drachenanbieter sich uns nähern? Ich kann alles. Wirst du sowas tun? Was habe ich davon? Nun, wir helfen dir, deine Feinde zu besiegen. Ihr solltet euch wirklich nicht mit ihm unterhalten. Er ist eine Plage. Sollen wir ihn hinter uns herziehen, damit er kräht und zetert, während wir uns einer gedeckten Position nähern? Und das wird er höchstwahrscheinlich tun. Ihr solltet einfach nichts sagen. Vielleicht dann wird ihm langweilig und er verschwindet. Vielleicht besteht ja noch die Möglichkeit, uns mit ihm zu freunden. Eigentlich ist er doch ganz nett. Ich finde ihn sehr umgänglich. Also, der Karpfen war schlimmer. Die Stollenmade wollte mich verzaubern. Ja, da wusste ich aber noch nicht, was du bist. Du Rassist. Nur gegen Echsen. Hey. Und Räume. Was können wir also für dich tun, damit wir deinen Dschungel passieren dürfen? Er flattert ein bisschen umher und kackt dir dann auf den Kopf. Ausweichenprobe. Wir wissen beide, dass ich das nicht schaffe. Ist okay. Wenn ich versuch's, aber wir wissen beide, wo ist der... Ach, Kampf natürlich. Nein, Chancendrittel. Ja, damit habe ich gerechnet. Also ich versuche mir das Zeug aus den Haaren zu kriegen. Ja, da ist wohl noch irgendwie ein Kern oder sowas drin von irgendeiner Pflanze. Ja, ich meine, da hinten raucht bestimmt auch noch irgendwie ein Tausendfüßler rumkrebst. Wird es nicht unbedingt schlimmer. Und weiß waren sie auch vorher schon. Schamane, Schamane. Ich denke, er meint dich, Bolter. Ihr solltet wirklich ruhig sein.
Ach. Vielleicht hören wir einfach mal auf die Führer, die uns hier durchführen und ohne die wir sicher schon gestorben wären. Ja, nun, ich habe auch mittlerweile zu viel von der Situation. Bitte, meinetwegen, geht voran. Hey, du da, er pickt mit seinem Schnabel in die Luft in Richtung von Diamantis. Du hast eine ziemlich fette, hässliche Warze auf deinem Hinterkopf. Hat er wirklich eine fette, hässliche Warze auf dem Hinterkopf? Nein, hat er nicht. Noch nicht. Okay. Ja, die Dinger sind Freizauberer, also wer weiß. Jetzt ein winzig kleiner Auge des Limbus. Und plopp, wenn wir das ja, Problem los. Diamantis knirscht mit den Zähnen, behält aber einen sturen Blick geradeaus. Ich ignoriere das Vieh einfach. Seltsam. Er hat recht. Seltsam, wie ähnlich ihr Nager ihr euch alle doch seid. Immer diese Kerle mit den Schwertern und diese drolligen Schamanen. Mhm. Ich muss doch sehr bitten, ich bin ein Mann der Wissenschaft. Ich hüpfe nicht mit irgendwelchen Knochenkeulen um Feuer. Damit hast du jetzt die volle Aufmerksamkeit, Serpentilio. Oje. Und nach grob einer Stunde werden die rohen Grobriester irgendwann einen Baum gefunden haben. Du kannst dich noch eine weitere Stunde mit dem roten Maran unterhalten, der allen anderen den letzten Nerv raubt. Mir nicht. Ich finde den fantastisch. Wenn er mich sowieso nicht in Ruhe lässt, versuche ich ihm die Grundlagen der angewandten Beschwörung zu erklären. Er unterbricht dich die ganze Zeit und verhöhnt und verspottet dich. Und ja, eigentlich benutze ich es mehr als Ablenkung, um mich selbst damit zu beschäftigen, Pentagramme in den Boden zu zeichnen. Willst du ihn entschwören? Ich denke drüber nach. Ja, also der Maran ist tatsächlich einfach nur eine rote Plage. Und auch tatsächlich auf Maraskan als Tierkönig bekannt. Es ist nicht so, dass der in den Städten wie Tuzak oder Sinoda rumfliegt, aber wenn man dann irgendwann in die Mitte der Insel fliegt oder geht, dann wird man ihm höchstwahrscheinlich begegnen. Und er ist tatsächlich jemand, der sich als Herrscher des Himmels und über Maraskan betrachtet und auch Drachen jagt und tatsächlich auch schon getötet hat. Boltax hat da unglaublich viel Spaß und lässt sich die Drachenjagdgeschichten 2-3 Mal erzählen. Ja, es geht auch gar nicht so darum, dass er sie dir erzählt, sondern es geht einfach nur darum, dass er dich die ganze Zeit deswegen beleidigt und unterbricht und ja, er ist... Ja, genau, ich würde ihm aber zuhören. Ja, okay, mal. Also er dreht einfach die, selbst die Maraskaner, die ihre arrogant und besserwisserisch sind, selbst die dreht er noch einmal um 300% nach oben. Also er ist halt die Verkörperung von Maraskan. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Auf der Liste von schlimmen Dingen, die mir bis jetzt auf dieser Insel widerfahren sind, steht er nicht mal in den oberen Dreien. Ich finde ihn eigentlich sehr angenehm. Er ist quasi ein Derivat von allem, was wir hier vorgefunden haben. Ich wünschte, er wäre ein Derivat irgendeines Dämons, damit ich ihn bannen könnte. Hättet ihr nicht schon vor einer Stunde aufhören können, mit ihm zu reden, dann wären wir diesen Vogel schon längst los. Denkt ihr, das haben wir nicht bereits versucht? Er verschwindet einfach nicht. Diamantis, würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Fehlt, wie er den Drachen Markriasch getötet hat. Das ist schon etwas, das muss man ihm zugestehen. Ah, jeder tote Drache ist ein guter Drache. Bekommen wir nicht eigentlich alle jeden Tag irgendwie Jähzorn oder so? Ja, hast du Arroganz oder Jähzorn oder sowas? Nee, ich habe Jähzorn. Wie viel? Wie hoch? Vier? Vier. Das ist gar nicht mehr so hoch. Also wenn du willst, du hättest auch auf ihn schießen können. Nehmen wir an, du hast es getan, er wäre rausgewichen. Also selbst wenn dir irgendwann die Hutschnur platzt und du schießt auf ihn, dann flattert er weg. Ja, selbst wenn du einen unmöglich gezielten Schuss abgibst, er weicht aus. Dann streiche ich mir einfach mal 6 Balestrina-Bolzen weg. Gibt's hier andere Vögel? Gibt es auch, aber die hörst du nicht. Also zumindest tagsüber nicht. Ja, ja, aber wenn du dann wieder oben auf dem... Wohlweislich die Fresse, wenn ihr dann auf dem nächsten Baum nach oben steigt, weil dann die Nacht dräut und auch der Platzregen einsetzt, dann kannst du immer so grob 5 bis 10 Meter über dir auf den Ästen, kannst du dann den Maran sehen und dann, wenn es Nacht wird und der Platzregen aufgehört hat und du dich noch ein bisschen weiter mit ihm unterhältst, die anderen schon irgendwann eingeschlafen sind, wirst du noch andere rote Vögel, Papageien erkennen, die sich dann irgendwo neben ihm niedergelassen haben und dich ebenso verhöhnen und auslachen. Ja. Also die können halt nicht wirklich intelligent sprechen, aber sie lachen halt trotzdem über die Witze vom Maran. Aber sie können kacken, oder? Die können kacken, ja. Also wenn ich jetzt einen Herr über das Tierreich mache und einen Papageien auf den Maran kacken lasse... Willst du dir wirklich... Willst du ein Freizauberer-Duell mit einem Tierkönig der Vögel liefern und B, wie ein Herr über das Tierreich-Duell mit einem Freizauberer liefern? Nein, natürlich nicht. Du hast schon den 17 Städtchen Blitz dich, finde ich, geschafft.
Das war kein Blitz, ich finde, sondern Silenzium. Aber ja, genau, okay, das werde ich. Oder so rum. Genau, das werde ich jetzt auch tun. Ich mache ein Silenzium auf mich. Dann höre ich ihn nicht mehr. Okay, du kannst auch die Blase um euch alle ziehen. Ja, stimmt. Oh, das ist ein guter Bitte. Plan. Ja, ich wollte schon immer von oben so zugeschissen werden und es nicht mal kommen hören. Ja, also. Du willst es auch nicht kommen sehen, ich spendiere einen Nuckel halt oben drauf. Der Maran ist einfach wirklich eine Plage. Eine ekelhafte, widerwärtige Plage. Komm, ich mache ein Silenzium. Ich spare auch noch ASP, also halbe Kosten. Und ich würde das gerne für eine Stunde zumindest machen. Plus 4. Du kannst ja Kosten sparen und gleichzeitig Wirkungsdauer verlängern. Ja, aber ich habe nicht gut gewürfelt. Aber es passt. Also wenn wir alle eng zusammenliegen, dann ist das schon in Ordnung. Okay. Bindet Sulamin uns wieder fest? Hoffe doch. Ja. Ich würde vielleicht mal in meinem Rucksack nach einer Wachs suchen, ob ich Wachs mitgenommen habe. Ja, weiß ich nicht. Hast du Wachs mitgenommen? Musst du mir sagen, ob ich was eingepackt habe oder nicht. Boah, ich glaube nicht. Wofür brauchst du Wachs? Für die Ohren. Bitte, ich habe hier irgendwo noch ein 1000 Fistel rumliegen. Ich habe noch Edelsteine. Ah, hier ist der. Bastrabun verbannte die Echsen. Ha, und als ob das, was verbannte, auch vernichtet wäre. Doch die Menschen sind kleingeistig und vergessen schnell. Während sich in den Bannländern zwischen der Zauberer und schuppige Horden in verfallenden Festungen verstecken und ihre Rückkehr vorbereiten. Und dabei sind sie geduldig, denn unser Vergessen gereicht ihnen zum Vorteil. Aus einer Notiz des Rakorium Muntergones.